Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich freue mich, dass Sie hier wieder mit dabei seid. Am letzten Handelstag dieser bewegten Woche, die optimistisch wegen dem Konjunkturpaket begonnen hat und dann nicht mehr so optimistisch endet oder vielleicht doch, weil wir haben ein gewisses Reversal an der 13.827, der 1 aus einem 1-2-3-Top. Da kann nach wie vor bei einem Schlusskurs unter diesem Level eine Trendwende entstehen, da wir am 15.16. daran scheiterten, ein höheres Hoch auszubilden. Im NDAQ haben wir ein prozyklisches 1, 2, 3 und halten die 1 bei 13.592. Gestriges Reversal auf Stundenbasis generiert im kleinen Zeitfenster im Stundenkerzenchart ein bereits aktives 1, 2, 3, das sich nach oben auffächert, wo wir über Nacht einen Retest gesehen haben, ein Bestätigen, was jetzt den Retest nachhaltig, also sagen wir mal charttechnisch nochmal bestätigen würde, wäre jetzt ein Hoch über 13.671. Was den Germany 30 und das Reversal vom Germany 30 hier begünstigt, ist ein stärker werdender, oder eben nicht begünstigt, ist ein stärker werdender Euro. Übergeordnet schon begünstigt, weil wir haben immer noch das Top 1,2132, darunter bleibend könnte sich das nach unten auffächern, aber wir sehen eben so richtig verabschieden nach unten, will sich der Euro-Dollar nicht. Hier jetzt auch ein Reversal, was den Germany 30 grundsätzlich belasten könnte. So, jetzt mal gucken, ob der Ton jetzt besser ist dadurch. Stefan, vielen Dank für den Hinweis. Das sollte jetzt der Ton ohne Echo sein. Oder ich habe parallel Ton ist hier, okay. Also sollte Ton mit Echo sein, habt ihr vielleicht zwei Livestreams laufen. Oder ich hab das, das muss ich jetzt gerade mal schauen. Also wenn eine Rückkopplung da ist, dann habt ihr vielleicht zwei Livestream-Fenster offen und habt quasi parallel zwei Livestreams laufen. Ich habe das nicht, also bei mir ist alles in Ordnung. Gut. Ja, mal schauen, ob wir einen Trend aufbauen. Und vielen Dank für euer Feedback an Raphael, MG, Rudi, Timo und Stefan, Bruno, Marco, Mr. Sokoban, Rainer, Daxa, Peter A. Schönen guten Morgen, Taipan Tao, Oliver, Dirk und Alexander. Schönen guten Morgen an Anna und Jens, Bastiano, H19. Stefan J., Ajmal, schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Billy Arden, guten Morgen, extremeproject.com, Bastiano, Christian, Alex Meissner. Und Thomas L., schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Ja, volles Haus heute, was ist hier los? Nunu, Peter S., schönen guten Morgen. Raphael, Luna und Chris. Servus! Proberaum, guten Morgen. What's going on with silver? Tja, touchiert die 1 im Tageskerzenchart. Hier noch Hashtag Silver Squeeze und dann Abwärtsimpuls. Das Impulsende ist bei 26,28 und dieses Level wird gehalten.
H19 schreibt Full House All In. Ich kenne Trader, die am Wochenende nicht abschalten können, die dann pokern. Und es gibt viele Parallelen von No Limit Hold'em Poker oder Omaha Poker zum Trading, die Psychologie des Risikos. Edwin, Daniela, schönen guten Morgen. Und Timo Zimmermann schreibt, Poker spielen am Wochenende, das verdiente Geld wieder verzocken am Wochenende. Ja, ein Bad Beat. Was ist das? Ein Bad Beat ist, wenn man im Poker strategisch, sagen wir mal, auch was die Wahrscheinlichkeiten angeht, die impliziten Wahrscheinlichkeiten alles schön berechnet hat und nach Wahrscheinlichkeiten auch seine Gebote, mit denen man mitgeht, also seine Einsätze auch alles richtig hat und dann kommt mit dem Turn oder dem River, also bei No Limit Poker zumindest, kommt dann halt eine Karte, deren Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr gering war, aber sie kommt trotzdem. Das ist die einzige Karte im Kartenhaufen, die wirklich blöd war und die kommt. Und auch das hat wiederum Parallelen im Trading. Du kannst noch so ein schönes Setup haben. Alles kann ganz toll sein. Und dann kommt eben eine Nachricht, eine Entwicklung oder sonst was, was, sagen wir mal, nicht die höchste Wahrscheinlichkeit hat, was auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit hat. Und das, ja, ist dann nicht so schön. Und wer, sagen wir mal, wenn man den Profis zuhört im Poker, dann hört man da auch so Sachen, dass der langfristige Erwartungswert positiv sein muss. Und das ist auch schon wieder eine Parallele zum Trading. Ja. Frank Meyer, schönen guten Morgen. Frank fragt, was ist mit dem Wasserstoffsektor passiert? Der korrigiert und konsolidiert schon seit einer Weile. Ich hatte das gestern auch geschrieben, mich auf die Quartalszahlen von Nel Asa nochmal eingegangen. Nel Asa muss ja eine Millionenstrafe zahlen, weil da ist so eine Wasserstofftankstelle ist explodiert und offenbar trägt Nel Asa mit Tochterfirmen da auch irgendwie eine Mitschuld. Auf jeden Fall, da ist die gestern, haben sie die Katze aus dem Sack gelassen, was diese Bußgelder angeht. Die sind ziemlich hoch, weit höher als der Kassenbestand von Nel Asa. Und trotz dessen, dass hier die Quartalszahlen gemeldet wurden, war es schon davor, also vorbekannt war, werden dieses Bußgeldes, hatten wir bei Nel Asa ein 1-2-3 Top aktiviert, ja, eine 1-2-3 und hatten dann versucht, oh, können wir dem nochmal entkommen, können wir hier die Shorties raus squeezen. Und nein, nicht geklappt. Ist am gleichen Tag reaktiviert worden, also ein riesen Umkehrtag. Ja, und dann war es noch ein bisschen so ein nochmal Versuch, aber naja, jetzt haben wir auf jeden Fall hier ein FIBO-Level erreicht. Also Message ist, Quartalszahlen sind nicht unbedingt das, der Auslöser für die Schwäche in der Aktie, sondern es ist, sagen wir mal, einfach ein Grund, über die Extension nach unten jetzt aufzufächern. Und wir sehen auch im anderen Unternehmen aus dem Wasserstoffsektor, sehen wir, dass es eben schon eine Korrektur zuvor begonnen hat. Bei Plug Power war es erst in dieser Woche. Haben wir bei Plug Power hier versucht, nach oben rauszulaufen. Also eine 1, 2, 3 zu aktivieren, prozyklisch in Richtung, ja, wir könnten ja nochmal so eine Welle nach oben bekommen. Das haben wir ja so oft schon gesehen gehabt, auch hier zum Beispiel, da wurde auch eine 1 gekauft, kam keine 3 und dann Short Squeeze nach oben. Das haben sie hier in den drei Pfeilen, haben sie das wieder probiert, hat nicht geklappt. Jetzt sind wir hier tiefer gegangen, unter die 1, haben eine 1, 2, 3 Top aktiviert. Im Stundenchart auch bei Fuel Cell Energy
Ein 1, 2, 3 Top wird nach unten durchgereicht. Auch da haben sie versucht, das als Sprungbrett zu nutzen. Ja, man sieht immer wieder, dass dann so in der zweiten Stundenhälfte oder so eben da überzeugte Käufer eingestiegen sind, weil dieses Spiel, einfach solche Rücksetzer zu kaufen, war halt eines, das funktioniert hat. Ja, hier war es auch so. Na, muss hier die Linie zeichnen. Na, die sind halt alle trainiert gewesen, da drauf genau solche Abwärtsimpulsende zu kaufen. Ja. Und dann, was war das Resultat von dem bullischen Druckaufbau, das sie auch hier probiert haben? Der Markt ist dann nochmal 50% gelaufen, von 20 auf 30 ungefähr, vielleicht 40%. Ja. Hier nicht. Also eine Korrektur ist schon hier seit längerem am Laufen im Wasserstoffsektor. Michael, guten Morgen, fragt, kannst du mal auf den Jahreschart im DAX gucken? Die Kerze sieht verdächtig aus. Der Jahreschart, also ich habe Monatskerzen, also eine Kerze, ein Monat im Germany 30, da kann ich gerne mal drauf schauen. Und da bekommt man auch was Interessantes zu sehen. Denn, was man dazu sehen bekommt, ist, dass wir so einen Aufwärtsimpuls haben. Lockdown, erste Erholungswelle bis Juli, 13.3.16. Und 13.3.16 haben wir getestet nochmal. Problem ist, wir brauchen ein höheres Hoch über 14.1.34. Und das hat genau das hat nicht funktioniert, dieses höhere Hoch zu machen. Einmal, zweimal ist der Versuch da gewesen. Einmal, zweimal. Ja, und jetzt ist es schon wieder nach unten durchgereicht worden. Problem ist, dass wir hier im 4-Stunden-Kerzenchart eine 1, 2, 3 haben. Dann haben sie einmal versucht, dem zu entkommen. Dann eben die beiden Male haben versucht, dem zu entkommen. Und jetzt hier diese Kerze hier ist eine bärische Kerze, die eben dieses Top, die 1 bestätigt des Tops. Und jetzt wird der Markt hier nach unten durchgereicht. Was mir hier nicht so richtig gefällt bei dieser Aktion hier, das sieht so aus, als hätten sie da irgendwie eine Vollbremsung hingelegt. Aber Vollbremsung heißt eben noch nicht, dass wir impulsiv wirklich nach oben gehen. Das Tief dieser Bewegung war heute zwischen 3 und 4 Uhr. Hier haben wir einen Aufwärtsimpuls. Heißt jetzt also, wenn wir das vergleichen, NDAQ hat bereits hier eine 1, 2, 3 gemacht und ist darüber. Ja. Also 1, 2, 3 ist nicht wirklich optimal, aber es ist, passt schon. Hat das nochmal getestet und ist schon wieder einer der Outperformer Index CFD. Der Germany 30 hat einfach nur eine 1, ist jetzt bei der 2. Die 3 ist nicht da, da müsste über 13,957 Stundenschlusskursbasis drüber. Batterie und auch Lithium schaue ich mir gleich an, ist schwach, wird durchgereicht. Und zwar im Sinne, also bei Vata haben wir jetzt, oder sind wir jetzt an einem Level, wo wir eine 1, 2, 3 haben. Die 3 könnte kommen, heute ein Minus von 1,2% ungefähr, 133,25 beobachten. Ob das ein Sprungbrett ist, bullisch für einen abermaligen Anstieg, oder ob sie das aufgeben und die nach unten durchgereicht wird. Lithium, wenn man sich Lithium Americas anschaut, dann haben wir bei Lithium Americas so ein prozyklisches 1, 2, 3, das ein 61,8 erreicht wurde. Im Wochenkerzenchart bzw. Monatskerzenchart eine 1, 2, 3, 61, 8, da ist erreicht. Und wenn man sich da jetzt den Tageskerzenchart anschaut, dann war da ein bisschen eine Entscheidung, ob die 1, 2, 3, ob dann Top entsteht. Oder sie haben es versucht, hier mit einer Hammerkerze auch abgeschlossen, genau dieses Level zu halten. Es hätte also prozyklisch eine 1, 2, 3 entstehen können mit dem Potenzial, dass die nach oben geht.
Und es hätte eben ein 1, 2, 3 Top, die Reaktivierung von dem Top hätte vermieden werden können. Ja, ich hoffe, das versteht man, was ich damit sagen möchte. Es ist auf jeden Fall dieses Kurslevel nicht gehalten worden. Und jetzt geht es um die 18,57. Die kann ja immer noch gehalten werden, weil sich der die 2 aus diesem 1, 2, 3 Tief hier versteckt. Also irgendwie zündet es nicht so richtig. Mal nach Hongkong schauen, was sie aus der BYD machen. Minus 2%. Ja, da könnte eine Top-Bildung draus werden, wenn die 231,40 verletzt wird. Prozyklisch nach oben, auch da der Deckel drauf. An der 1 aus dem 1, 2, 3 Tief, 270,50. Haben sie ja da versucht, am 17. Februar zu überschreiten. Hat nicht geklappt. Sieht ein bisschen aus wie die ITM. Ja, auch da einen prozyklischen 1, 2, 3 Tief nicht möglich. Kann ein Top draus werden unter 502,50 Pfund. Und ich meine, dass auch PowerCell Sweden das letzte Mal, als ich mir angeschaut habe, die geht jetzt schon drunter. Ja. Also PowerCell Sweden ist schon ein bisschen weiter in diesem Setup. Also auch hier massiver Abwärtsimpuls. Und wir gehen unter dieses Impulstief. Gestern Schlusskursbasis, darunter rutschen jetzt runter 4%. Ist das Minus aktuell. Der Chart befindet sich auch im Chartforum. Also insgesamt hier gewisse Bereitschaft hier bei den Anlegern, Gewinne mitzunehmen. Und das ist offenbar auch bei den Solaraktien, wenn man sich den Invesco Solar ETF CFD anschaut, dann haben wir hier gestern, sind wir genau auf die 1 eines 1, 2, 3 Tops drauf geparkt. Also Möglichkeit für eine Top-Bildung ist hier festzustellen. Aktueller Chart aus 7C TV. So, Germany 30 ohne neues Signal. Ja, piekst überall mal rein, nach oben, nach unten. Ist aber immer noch in seinem Schneckenhaus, wenn man so möchte, der vorbörslichen Spanne, damit neutral, was den Trendfilter anbelangt. Kraft Heinz, kommt eine Frage von Volkorn. Kraft Heinz, der CFD, läuft richtig stark, wenn man so will. Also im März haben wir hier ein Tief ausgebildet und die 4,23er bei Kraft Heinz ist bei 40,91. Ich glaube, das kann man mal im Blick behalten, wie sie sich dort dann verhalten wird. AAPL ist das Tickersymbol US für Apple und Apple hat dann 1, 2, 3 Top aktiviert. Aber die Kerze gestern ist eine Reversal-Kerze. Also wenn sie wieder über die 130,21 springt, jetzt heute auf Schlusskursbasis, dann ist zumindest mal für die nächste Woche so ein Zweifel, ob da wirklich eine Top-Bildung kommt, gerechtfertigt. Germany 30 verlässt die vorbörsliche Spanne nachhaltig. Ich schaue jetzt nach einem prozyklischen 1, 2, 3 bei einem Rücklauf. Also jetzt eine 1, 2, 3 nach unten. Damit hätten wir dann einen Trendaufbau nach unten, Trendaufbau abwärts. Bayer, Proberaum fragt danach, ist für mich immer noch im Big Picture, ja, das, was interessant ist. Bei Bayer haben wir hier im Jahr 2011, 2012 eine Bodenbildung. Die 57,05 ist die Marke, die per Wochenschluss überschritten werden müsste, um dieses Bodenmuster zu reaktivieren. Bisher hängen wir da fest. Auf Stundenbasis hin Top entstanden, da kann man sich vielleicht orientieren. Ein tieferes Tief gemacht am heutigen Tag. Also da muss erstmal ein 1, 2, 3 Tief wieder kommen, um erneut eine Wende zu ermöglichen. Brent Cash ist von Alex Meisner hier eine Nachfrage. Wie sieht es da aus? Wir haben bei Brent Cash fast punktgenau die 4,236er bei 65,60 erreicht und da kommt jetzt Schwäche rein. Stundenkerzenchart, 1, 2, 3, Top.
Auch da wieder die 4,23 erreicht und da kommt jetzt ein Aufwärtsimpuls, eine 1, eine 2, da könnten 3 werden. Also mal gucken, ob hier eine Wende kommt auf Stundenbasis. Den Chart stelle ich auch ins Chartforum. WTI. Das können wir uns anschauen im März 2021. Forward. Da haben wir prozyklisches 1, 2, 3. Das ist hier dem Markt hier die Luft ausgegangen. Auch da haben wir jetzt ein 1, 2, 3 gebildet auf Stundenbasis. Im Tageschart hier ein prozyklisches 1, 2, 3, das in 4,23er erreicht wurde. Ja, und da ist wahrscheinlich hier im 5-Minuten-Chart ganz gut zu sehen, ist hier ein 1, 2, 3 Top entstanden. Also ihr seht, ich gehe hier immer von voller Auffächerung, also heißt 4,23 bis 5,81er. Und dann weiß ich, hat sich voll aufgefächert und von dort lösche ich das dann wieder, weil die Info ist dann, der Impuls ist fertig und hier kann ich dann wieder messen, ist wieder ein 1, 2, 3 entstanden und das ist jetzt quasi das Setup, das jetzt hier interessant ist. Und ich bin hier im 5-Minuten-Chart, weil wir vom Tageschart eben dieses volle Impulsmuster nach oben haben. Auf Stundenbasis ist hier ein Top entstanden, das nicht so wirklich schön ist, das ist nur die eine Kerze, aber okay. Ansonsten habe ich hier oben dann im 5-Minuten-Chart geschaut, haben eine volle Auffächerung nach unten. Hier im 5-Minuten-Chart fächert sich jetzt wieder nach oben auf. Ja. Aber insgesamt hier auf Tagesbasis, was muss jetzt hier passieren? Es muss hier wieder so eine Konsolidierung kommen, in dem dann quasi wieder so ein 1, 2, 3 drinsteckt, prozyklisch. Um quasi von dem Niveau wieder nach oben zu laufen. Das zumindest technisch. Ja, ist nicht zwingend, ihr wisst es ja, in der Börse kann immer alles Mögliche passieren, aber ist zumindest hier die technische Einordnung. Baidu, was ist da passiert? Laufende Auffächerung hier bei Baidu. Alibaba in Hongkong Dollar, auch in 1, 2, 3, das sich auffächert. Der Chart ist hier auch im Chartforum. Tractor Supply ist hier aus der Korrektur heraus und Impulsmuster entstanden. Wir haben sogar jetzt die 5,81 erreicht. Also eigentlich volle Auffächerung. Also mal aufpassen, ob hier irgendwelche Tops sich ergeben oder eben so ein prozyklisches 1, 2, 3. Volkan schreibt, wie lange dauert das, wenn ich Charts ins Chartforum reinschreibe oder reinstelle, wie lange dauert das? Es müsste ein paar Minuten, könnte es dauern, bis da die Server das zur Verfügung stellen. Hier bei dem CFD haben wir einen Top, das hier entstanden ist im Tageschart. Sich nach unten auffächert.
Der Stedi fragt, blöde Frage, was erlauben Bitcoin? Ja, was passiert bei den Kryptos? Was ist da los? Zwei Tage keine neue Rekorde. What's going on? Hier auch aus der Korrektur heraus. Tiefsten Punkt suchen, Aufwärtsimpuls abmessen, 1, 2, 3, die sich auffächert. Und man sieht hier, die tiefste vergangenen beiden Tage, 50.808, ist die 2,61er. Wenn die gehalten wird, dann wäre 60.553 möglich. Ein Bruch dieser Unterstützung führt uns potenziell zu den tiefer liegenden Auffächerungsmarken. Ethereum, auch prozyklisches 1, 2, 3, das sich weiter auffächert, heute 1,7% minus nach einem starken Tag, gestern auf ein Rekordniveau gestiegen. Auch eine laufende Auffächerung, der Chart befindet sich im Forum. Jens fragt, zählt der Februar statistisch gesehen nicht eher zu den schwächeren Monaten, wenn man das saisonal betrachtet? Da gibt es eine Webseite, mit der ich nicht irgendwie verbandelt bin, die ich da aber mir anschaue. Die heißt Seasonax und da könnt ihr auch kostenfrei einen Einblick werfen auf den durchschnittlichen, normalen, jahreszeitlichen Verlauf vom DAX. Ich habe jetzt hier die letzten 10 Jahre und da ist der Februar eigentlich ein starker Monat vom 9. bis zum 20. Februar und vom 20. Februar beginnend bis 23. März eigentlich eine sehr schwache Phase für den DAX. Ähnlich schwach wie von Juli bis August. Das sind so die zwei Hauptkorrekturzeiten, wo der DAX eigentlich so ausatmet. Also saisonal ist das hier ein gefährliches Setup mit diesem angedeuteten 1, 2, 3 Top. So, jetzt habe ich hier ein bisschen vor lauter Aktien den der Germany 30 ein bisschen entkommen. Also wir haben hier ein prozyklisches 1, 2, 3 mit Validierungslinie 13, 9, 36 ist bereits getestet worden, konnte nicht gebrochen werden. Also es ist im Moment ein intakter Abwärtstrend, der sich nach unten auffächern könnte. Was die Saisonalität angeht, ist immer ein Thema, dass das natürlich dieses Jahr ganz anders sein kann. Was man auch auf Seasonax einstellen kann, ist dann den Schnitt der letzten 5 Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre oder 32 Jahre oder 33 sind es, glaube ich, mittlerweile. Und da kommen dann auch schon ein bisschen Verschiebungen zustande, weil wir natürlich jetzt in den letzten 5 Jahren zum Beispiel, ist der DAX an sich grundsätzlich mal aufwärts gelaufen bis auf den Lockdown Jahr 2020 und das haut dann natürlich die ganze Kurve, die durchschnittliche der letzten 5 Jahre, verzerrt die natürlich. Wir werden jetzt so ein Lockdown-Ausverkauf, war eher mal ein Phänomen, das nicht unbedingt jahreszeitlich irgendwie typisch war. Ja, vielleicht doch mit der Krypto-Saison, aber das wird ein anderes Thema. Und wenn man dann sagt, okay, dann gehe ich halt den langfristigen Durchschnitt der letzten 32 Jahre und da muss man sich dann auch wieder fragen,
Was hat das Jahr, sagen wir mal, 1992 zu tun mit dem Jahr 2021? Also das muss man schon immer ein bisschen kritisch sehen. Aber ja, Zyklenanalyse ist ein Teilbereich der technischen Analyse. Der Einkaufsmanagerindex 60,6. Kann er den Abwärtstrend im Germany 30 beenden? Entsteht ein 1, 2, 3 Tief? Könnte, wenn 9,39 überschritten werden. Einmal, zweimal jetzt im Nachhinein betrachtet, ist hier ein tieferes Tief zu finden, hat nicht geklappt. Luna fragt, ob die Nachtkurse, also die nächtlichen Hochs und Tiefs, eine Rolle spielen. Also ich habe keine statistischen Untersuchungen dazu gemacht, wie häufig diese Kurse nochmal angelaufen werden. Dass sie Relevanz haben, ist als einfach ja eine subjektive Erfahrung hier aus CMC TV und der Beobachtung der ersten Stunde intensiv. Über die Jahre dieser Sendung hat man immer wieder gesehen, und insbesondere auch da, wo der FDAX noch nicht nächtlich gehandelt wurde, dass diese nächtlichen Hochs und Tiefs im Germany 30 eine Rolle spielten. CMC Markets hatte ja schon vor FDAX-Umstellung der Ausweitung der Handelszeiten den Germany 30 schon außerbörslich quasi getaxt nach den US-Indizes, und genau da rührt es dann auch her. Weil die US-Indizes nun im elektronischen Handel auch nachts ein ganz schönes Volumen haben, und die doch mehr oder weniger, außer es gibt besondere Nachrichten bei Einzelaktien-Schwergewichten aus dem Germany 30 oder aus dem DAX, läuft eben, wenn dann der Germany 30 an einem nächtlichen Hoch oder Tief ist, ist meistens der S&P eben auch. Daher korreliert es dann halt irgendwo schon, und da orientiert man sich dann eben, weil was soll man sonst machen, eben an diesen Kursen, die eben in der Nacht dann auch im DAX gehandelt wurden, beziehungsweise im Germany 30. Beziehungsweise man sieht eben an diesen Hochs und Tiefs dann Reaktionen. Und das kann man dann, und so habe ich das dann immer gehalten, auch wieder überprüfen, ob eben dort dann, wie da die Struktur, also das Kursverhalten da ist, entstehen da 1, 2, 3 Muster oder sowas in der Richtung. Man sieht es sogar auch bei vorbörslichen und nachbörslichem Handel von Aktien, wo teilweise auch nur manchmal 100 Stück gehandelt wurden, zu einem Kurs, der halt dann das vorbörsliche Hoch darstellte. Und dann sind sie im laufenden Handel, wo dann hunderttausende Aktien gehandelt werden. Laufen sie an dieses Hoch von der Vorbörse, wo nur 100 Stück gehandelt wurden, und drehen dort wieder abwärts. Ja, so sind Menschen halt. Man guckt halt dann auf die Info, wo könnte man hier dann einen Ansatz finden, und dann ist halt dieser gehandelte Kurs da. Obwohl 100 Stück zu zehntausenden Stückzahlen eigentlich in keinem Verhältnis stehen. Aber da sieht man halt, dass das eine Bedeutung hat. Da wurde gehandelt. Und im Index ist also. Sind es da nicht nur 100 Stück, die da vorbörslich oder nachbörslich gehandelt werden, sondern geht einiges mehr. Also durchaus relevant. Michael Helmis fragt im Monatskerzenchart vom NDAQ.
Im Monatskerzenchart vom NDAQ soll ich ein Fibo ziehen von 7.700 5823. Warum 5823? Auf die 77. Das ist wahrscheinlich dieser Impuls hier, ja. Und dann soll da die 4,23 oben erreicht worden sein. Also ich glaube, ich kann es dann ganz nachvollziehen. Aber ja, wir haben dann ein Prozyklus 1,23, das sich auffächert. Das, wenn es sich ganz auffächert, 16,27, 16, das Level da oben ermöglicht. Wir haben die 30 vermeidet, gerade ein tieferes Tief. Also Germany 30 hängt hier fest, nach oben, unten gedeckelt. Und jetzt, wo wir Full House haben, kann ich wahrscheinlich auch die Zeit mal nutzen, auch wo der Germany 30 sich jetzt nicht bewegt, eine Ankündigung zu machen. Und zwar, ja, haben wir schon seit längerer Zeit, sind wir in der Entwicklung, was oder ist am Überlegen, was in welche Richtung wir mit CMCTV gehen könnten. Auch mit dem Chat, der sich ja großer Beliebtheit große Beliebtheit erfährt und hat. Ihr mögt den und chattet auch rund um die Uhr. Aber es ist leider so, ist zumindest so habe ich es beobachtet, wenn halt manchmal unser Stream, also der Livestream an sich abbricht, dann ist plötzlich der Chat weg. Ja, also manchmal ist es halt einfach so, dass der Stream über Nacht dann abbricht oder abends abbricht, wenn wir
Also hier keine Livestreams machen und dann ist eben einfach mal ein Dreivierteltag der Chat weg, ihr könnt euch nicht unterhalten. Dann ist auch immer wieder so gewesen, dass dann Trolls den Chat überfallen haben. Also immer, ja, dass einfach die Unterhaltung einfach gestört haben. Und ja, das ist alles ein bisschen unzufriedenstellend. Weshalb wir, und das könnte heute schon der Fall sein, vielleicht auch am Montag, also entweder heute oder am Montag, kann vielleicht auch Dienstag werden, einen eigenen Chat innerhalb der Plattform starten, also ein Live-Chat, den nur Live-Trading-Konteninhaber, die bei CMC Markets also traden, haben da Zugriff drauf. Ein Vorteil ist, man hat das mit CFD-Tradern zu tun, kann sich also hier in der Thematik also wiederfinden und man hat dann eben haben wir die Möglichkeit, dass es eben keine Trolls mehr gibt. Der Chat ist auf 24 Stunden erreichbar. Man hat auch, sagen wir, was Datenschutz und Privatsphäre anbelangt, ein ja, viel, sagen wir mal, persönlicheres Forum, weil Geldgeschäft am Ende des Tages, wer schreibt da gern was in den YouTube-Chat? Also müsst ihr euch nicht bei YouTube anmelden, sondern seid eben innerhalb der Plattform. Und ja, auch zusätzlich, weil ich mich mit dem Kollegen Oldenburger auch dazu entschlossen, dass wir da auch aktiv sein werden im Chat. Also ich habe ja bisher im Chat, wenn es Probleme gab oder technische Geschichten, habe ich dann auch geschrieben oder so, ja, aber ansonsten sagen wir mal, den Tag über andere Aufgaben gehabt. Das ist aber unser Commitment, dass wir auch fahren wollen dann, wenn dann der CMC-Chat kommt, dass wir eben über den Tag hinweg, und Tag hinweg heißt dann irgendwie 7 bis ja, also die Grenzen verschwimmen ein bisschen, aber 7 bis 17, 18 Uhr sind wir da. Also ihr habt dann die Möglichkeit, da uns auch zu kontaktieren, wenn nicht immer durchgehend sofort antworten können. Ich glaube, das ist ein bisschen unrealistisch, aber wir sind da, lesen mit und tragen aktiv zur Unterhaltung bei. Und auch die Setups und Bewegungen, die wir sehen, was eben an manchen Tagen viel sein kann. Ihr wisst es, an manchen Tagen ist es vielleicht gar nichts, weil sich nichts bewegt. Also ja, und dann schauen wir mal, wo wir da hingehen. Auf jeden Fall, es ist ein Chat nur für Live-Konten, nicht für Demo-Konten. Also ihr habt auch den Vorteil, dass ihr dann auch, sagen wir mal, Live-Trader als euer Gegenüber habt. Und der Livestream, die Sendung, ist ganz normal weiterhin auf YouTube. Aber ihr habt eben dann auf der Plattform, ich kann es jetzt nicht einblenden, weil hier Nachrichten und Marktanalysen, wenn ich auf CMC TV klicke, dann werdet ihr auf YouTube weitergeleitet. Das wird in Zukunft so sein, wie wir es früher auch mal eine Zeit lang hatten, dass ihr dann einfach so ein Fenster innerhalb der Plattform aufgeht. Ja? Könnt das hier als einen Tab machen und dann seht ihr hier das Livestream-Video, das weiterhin auf YouTube bleiben wird, für alle verfügbar bleiben wird. Der Chat auf YouTube wird auch noch eine Weile frei verfügbar sein, aber ihr habt eben hier dann den exklusiven CMC-Chat als innerhalb der Plattform, ja. Habt also, braucht ihr zwei Fenster offen haben und so weiter. Ja. Also ihr braucht ein Live-Konto, das ist das, was wichtig ist. Auf cmcmarkets.de könnt ihr euch das einrichten. Wichtig ist, informiert euch bitte über CFDs, über die Risiken, die mit CFDs einhergehen. Also handelt jetzt nicht CFDs, weil es einen Live-Chat da drin gibt. Also ja, schaut euch das an. Auf jeden Fall freue ich mich da sehr drauf, auf die Geschichte, einen CFD-Trader-Chat innerhalb von CMC Markets zu haben. Das ist, ich verspreche mir da schon viel davon. Und so wie das Feedback bisher ist, freue ich mich natürlich umso mehr, dass ihr die Idee cool findet. Zumindest diejenigen, die bisher geschrieben haben. Nico schreibt Ole Ole, ansonsten gibt es Daumen hoch.
kommt unterbrochen bei dir an, der Audio, Proberaum. Also bei mir ist der Stream einwandfrei. Germany 30, jetzt mal ein bisschen schneller sein hier, hat eine Signallinie ausgebildet in der Akku mit Gipfel und Signallinie wird unterschritten 908,67. Michael Gethke schreibt, prima Idee, tipptopp, hoffentlich leidet da die Performance der Trading-Plattform nicht darunter. Also wir sind bei so etwas sehr, sehr penibel, auch was das, sagen wir mal, in der Testumgebung angeht, das Testen von Performance, von allem Möglichen, was die Verfügbarkeit der Plattform, das steht ganz vorne anbelangt. Und da sind wir schon lange jetzt am Testen. Und implementieren. Also, das ist kein Schnellschuss. Wir sind auch lange schon am entwickeln, weil ihr glaubt nicht, was im Chat alles, was für Sachen da alles geklärt werden müssen. Jedenfalls, was den Livestream angeht, die Sendungen 8 Uhr CMC Espresso, 9 bis 10 Uhr Börsenbuffet, 15:15 Uhr bis ja, 15:45 Uhr ungefähr. Werden weiterhin YouTube-Livestreams sein, die frei verfügbar sind. Ansonsten der Chat wird dann innerhalb von CMC sein und offenbar hängt der YouTube-Chat jetzt auch. Lustig. H19 schreibt, ich schaue mir die Streams eigentlich nur wegen den guten Marktanalysen an. Vielen Dank. Trader bin ich gar nicht, nur ETFs für die Langfristanlage. Also was wir hier machen können, wir haben auch CFDs auf ETFs, wo man keine Haltekosten zu bezahlen hat. Und da haben wir über 900 ETFs oder ETF-CFDs. Also das mische ich gerne auch dem bei. Also ihr müsst mir dann halt sagen, welche ETF-CFDs euch interessieren. Also ich bin da schon sehr interessiert auch dran an dem Thema, weiß es aber auch zu würdigen, dass primär CFD-Trader, sagen wir mal, eher so auf kurzfristig Swing-Positionsbasis unterwegs, also eher auf Swing-Basis unterwegs sind, ein kurzfristiger Traden. Ist das das zweite prozyklische 1, 2, 3? Alex Meissner schreibt, das wird die Qualität des Chats spürbar verbessern. Genau das ist das, was mein und unser Ziel ist. Da den Informationsgehalt. Und das soll auch der Beitrag von dem Kollegen Oldenburger und mir dann sein, eben Informationsgehalt im Chat eben auch kräftig anzuheben. Und da ist jeder gefragt, auch Vorschläge zu machen, was wir da machen können. Also es ist ja eine Community, lebt ja dann eben von allen. Also lasst uns das gemeinsam entwickeln. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Thomas L. fragt, werden dann auch mal Live-Trades von CMC gemacht? Das wird es nicht geben. Also CMC macht keine Vermögens- oder Trading-Beratung. Peter schreibt, ja, das wird wie früher, Jochen, das war gut. Also in die Richtung, genau. Mal schreibt CMC Live Trades, wow, das wäre super.
Ja, was die Live-Trades angeht, also ich kann live euch nicht sagen, geht jetzt long, geht jetzt short, macht jetzt dies, macht das. Und darf ich eigentlich nicht, oder darf ich nicht nur eigentlich, sondern darf ich überhaupt nicht. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich irgendwelche Trades, also irgendwelche Aufnahmen mache von Trades, was dann immer aber auch, ja, was bringt euch das, was ein Trade vor 10 Tagen war? Das hat dann immer so ein bisschen was, weiß auch nicht, paternalistisches vielleicht, ja, keine Ahnung. Also gibt es dann Mehrwert, wenn man sowas macht, solche Videos. Das Interesse ist da schon da, wenn man sich die Trading-Strategien anschaut, die Videos, die ich dazu gemacht habe. Also ich kann da gern mehr dazu machen. Das sind dann solche Themen, die man eben zusammen dann entwickeln können, eben im Live-Chat von CMC. Also warum wird der und der Trade gemacht? Wie wird das Order-Ticket, wie wird die Order eingegeben? Einfach so der Ablauf von so einem Trade. Das kann ich gern machen, aber halt dann als aufgezeichnetes Video. Mehr darf ich rechtlich nicht. So, haben wir den zweiten Bruch hier von dem Trendaufbau, wieder Rückfall in neutral. Also es ist hier so ein bisschen das, was man eben erwartet von einem ersten Bruch, von einem Abwärtstrendaufbau, dass dann eben der nach oben schießt, nach unten durch. Ja, das ist so ein typisches Seitwärtsgeschiebe. Was wir haben von oben kommend, um es noch komplexer zu machen. Und das sind dann solche Tage, wo man eben sich selbst überlegen muss, okay, habe ich hier überhaupt noch einen Kontext? Weil das ist so ein Schreddern. Und das ist ein typisches Verhalten vom Seitwärtsmarkt, mal oben raus, mal unten raus. Und auf dem Weg macht er dann 1000 Muster, die alle keinen Wert haben. Vielleicht ist dann das Muster jetzt das, was einen Wert hat, rückblickend betrachtet. Aber man sieht eben oft, dass wenn der Trendaufbau da ist, was ja der Fall war, dass dann, wenn dann der Trendaufbau gebrochen wird, dass dann erstmal, sagen wir mal, zumindest der Vormittag immer so ein bisschen strange ist, ja. Jo. Wohingegen, sagen wir mal, ein klares Signal jetzt gewesen wäre, wir verlassen die vorbörsliche Spanne nach unten, unterschreiten die Signallinie, machen dann 1, 2, 3, möglichst eben auch nicht so tief inmitten der vorbörslichen Spanne, sondern irgendwo hier unten, ja. Und dann haben wir einen sauberen Trendaufbau, ja. Das ist ja was anderes als sowas, ja, ein Brechmaß und ja, also von jedem ein bisschen was dabei. Durchwachsen ist, glaube ich, ein gutes Wort. Extreme Project kommen, schreibt, Jochen kann unsere Trades im Nachgang besprechen, kritisieren oder loben. Das Angebot ist weiterhin da. Die Bereitschaft, dass ihr eure Trades mit mir teilt und ich die bewerten soll, war bisher eher null. Also die Bereitschaft ist da, können wir machen. Ich finde auch die Idee immer noch gut. Es geht da nicht drum, ich bin. Sagen wir mal, ich weiß ja im Zweifel auch nicht, vielleicht mehr als ihr es tut. Aber ich kann zumindest meine Meinung dazu kundtun. Wer das möchte, ist eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen. Kundenservice@cmcmarkets.de. Die Adresse habt ihr auch auf der Webseite cmcmarkets.de. Oder schreibt mir im Chat vielleicht bei der nächsten Sendung am Montag, wenn ihr das wollt. Hey, ich will dir das schicken. Wo soll ich das hinschicken? Ich kann mir das anschauen. Das ist auch interessanter Content, sage ich mal, für alle, die im Livestream vielleicht zuschauen. Und natürlich das im Nachhinein immer so. Im Nachhinein ist mir immer schlauer, ganz klar. Aber vielleicht fällt mir ja was Schlaues ein dazu, wo alle vielleicht auch lernen können. Und wir können es ja gemeinsam diskutieren. Das ist ja der Gedanke deswegen sind wir alle hier zusammen.
Nico fragt, ob wir auch Live-Kurse anbieten oder sowas buchen kann. Also wir haben das eine Zeit lang gemacht, da war noch keine Pandemie, dass wir uns im Büro trafen, dort vor Ort Kunden die Plattform erklärt haben, also das Order-Ticket, wie funktioniert ein CFD. Also das sind unsere Kunden auch wirklich mit Fragekatalogen dann gekommen und das haben wir dann uns dann erst wieder getrennt, als dann alles beantwortet war. Das haben wir im Büro hier in Frankfurt gemacht. Es besteht aber die Möglichkeit, wisst ihr ja alle, über Zoom oder Videokonferenzen oder einfach übers Telefon. Wir können unseren Bildschirm auch teilen. Das machen eben meine Kollegen, Johannes Rücker und sein Team, eben jetzt virtuell. Also meldet euch einfach bei den Kollegen, insbesondere wenn ihr ein Live-Konto habt, habt ihr dann auch die ganzen Kontakte. Also so ein Live-Kurs ist kein Problem. Ist uns sogar ein Anliegen, dass ihr die Plattform versteht, damit klarkommt, die auch können wir auch gemeinsam einrichten. Ja, damit das alles eben flüssig läuft. Bruno Stoll, vielen Dank für das Feedback. Klaus fragt, ist auch in Richtung Elliott Wellen Webinar oder ähnliches geplant? Da ist der Kollege Oldenburger. Den ihr damit am besten, ich richte es ihm gleich aus, weil ich habe jetzt in 3 Minuten gleich einen Call mit dem Team. Also Elliott Wellen Webinar oder einfach mal einen Grundlagen-Livestream, so könnte man es ja machen, gestützt von einem neuen Live-Chat, wo es um die Grundlagen Elliott Wellen geht. Das können wir gerne machen. Ansonsten 15:15 Uhr, wenn ihr direkt dann ihn kontaktieren wollt zum Thema Elliott Wellen. Dann schreibt ihm das gerne in den Chat. Dann, ja, also können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, der Kollege Oldenburger ist dazu auch bereit. Silber, aufpassen, Reversal hier. Es wird zur Hammerkerze, aber das ist eine Tageskerze. Der Tag ist noch lang, also muss nicht so enden, wie es jetzt ist. Aber Silber auf jeden Fall hier mit einem Reversal auf Stundenbasis. Gehen wir über die 1, 1, 1, 2, 3 tief, 26,99 oder 27 ungefähr, ja. Alright. Prima. Ich sage vielen Dank. Wünsche euch ein schönes Wochenende und einen erfolgreichen Trading-Tag natürlich heute. Kollege Oldenburger ist 15:15 Uhr wieder da. Erholt euch gut. Wir sehen uns dann am Montag wieder. Bis dahin. Servus.